alles erledigt. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann. Einmal die Rechnung fürs Dreschen. Das sind 4.290 Euro. 4.290. Genau. 4.290. Moment. Jo, ich danke recht schön, ne? Danke. Haben Sie jemanden mit Tiefenlocker oder so? Tiefenlockerer? Nee, Tiefenlockerer haben wir nicht. Also wahrscheinlich was flügt. Ja. Ein Flug haben wir, ja. Haben Sie jemanden mit freier Kapazität? Ja. Okay, ich hätte nämlich einen Tiefenlocker beim Händler stehen. Ja. Und einen 4 Meter Kuhn, der braucht 140 PS, glaube ich. Wenn Sie jemanden haben mit Traktor, dann könnte der den beim Händler abholen und dann meine Felder tiefenlockern. Kicke ich einen rum. Gut, danke. Gut. Tschüss. Tschüss. Gut, dann läuft es nämlich auch schon wieder. Ich habe leider gerade keinen Durchblick, wie viele Minuten wir schon aufgenommen haben. Ich habe eine Folge mit 17, 16, 10, 20, 30, 50. 50 und 40 sind 90. 30 Minuten kann das sein. Ups, ist er. Nee, kann nicht sein. Hallo? Hallo, Harry. Du, ich habe gerade eine Frage. Und zwar, weißt du, wie viel Zeit wir noch haben? Ich glaube noch. Okay, bist genauso schlau wie ich. Okay. Ich glaube, so 15, 20 kann das sein. Ja, 20, glaube ich. Okay. Gut. Tschüss. Tschüss. Ja. Hallo, du, ja? An dich auch mal die Frage, weißt du, wie viel Zeit wir noch haben heute? Gut, dass du mich erinnerst. Ich glaube noch Stunde. Stunde fast? Eine kann nicht sein. Schau mal kurz nach. Ja, schau mal. Weil ich check's gerade auch nicht mehr. Bin gerade überfordert leicht. Wir haben jetzt 21:43. Realtime. Ich hab 4. Fast 4 erst? Ja, davon musst du eine abziehen, weil 2 zu lang sind. Okay, ich hab jetzt, warte mal, 34, ich hab 50, ich hab 96 Minuten. Hä, haben wir so spät angefangen? Kann doch gar nicht sein. Ich glaube, wir haben 4 oder so angefangen.
Also ich habe einmal, was habe ich gesagt, 50 Minuten? Ich habe jetzt gleich 100 Minuten. Also 25 Minuten noch. Also zwei Folgen müsste ich noch machen. Theoretisch. Dann machen wir 30. Das ist ein bisschen doof, weil ich habe heute ein bisschen doof gemacht, weil ich habe ein paar Folgen auf Länge schon geschnitten und ein paar habe ich jetzt habe ich knapp 50 Minuten am Stück. Ja, ich hatte die ersten zwei 37 beide oder so. Ja, wenn ihr die teilt, wenn ihr die teilt, passt doch. Ja, der Tove ist, ich habe bei 37 beide gestoppt. Ja, das passt doch. Dann teilst du die durch zwei, hast du jeweils 17,5 Minuten. Da fehlen dann trotzdem noch zwei. Und hier ist jetzt noch eine. Danach kommt noch eine Folge. Dann fertig. Okay. Also wie lange brauchst du jetzt noch? Brauchst du? Komm jetzt runter. Nein, wie lange brauchst du noch? 10 Minuten. Weiß ich zu. So lange. Die aktuelle läuft bei dir wie lange? Zwei. Hä? Zwei. 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 Okay, dann 27 Minuten noch. Oder so. Okay. So. Noch circa 30 Minuten. Hier. Wir sind heute etwas verpeilt. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Jo. Gut, bis später. Okay, ciao. Ciao. Alter, heute sind wir nur alle durcheinander. Das ist merkwürdig. Ja, das ist doof. Ich hätte, also wenn du durchgehend 2 Stunden laufen lässt, dann bist du natürlich safe, was die Längen angeht, weil dann kannst du es selber zuschneiden. Ich habe heute zeitlich eigentlich die ersten 3 Folgen einen guten Cut gefunden gehabt und dann eben gestoppt. Und jetzt dann aber aufgehört, da einen Cut zu setzen. Deshalb bin ich da ein bisschen durcheinander. Also ich müsste auf 120 Minuten kommen. Ich habe jetzt 50 und nochmal 50. Das heißt, eigentlich bei mir wären es noch circa 20 Minuten. Ja. Vor deine Freisichthaube. Ja, natürlich. Vor die Halle. Sondern deine Freisichthaube. Hm? Großer Motor oder was sagtest du? Ja, da musst du einen großen Motor einbauen. Vor die Halle oder in die Halle? Vor die Halle. In der Halle Reifen wechseln ist immer ein bisschen doof. Also den Motor gleich mitgebracht, oder was? Nee. Porsche Hebebühl. Ja, denke ich mir. Kostet 5.000. Passt aber so, sind ja nur ein paar Stücke. Oh. Hast du die jetzt schon hingestellt? Den Heber? Ja. Nee. Jetzt erst. Dann kriegt man ein kleines Problem mit dem Ding, mit dem Motor. Ja. Dann muss ich gerade mal gucken, dass ich noch irgendwie
Nee, nimm ihn mit. Krieg ich hin. Mitnehmen? Ja. Okay. Oh, Gewicht auslagern, ey. Quatsch. Passt so, oder? Warte, ich guck es mir gerade mal an. Jo, so ist gut. Jo, passt. Ciao. Danke, tschüss. Okay, dann werde ich das Stroh mal kurz verkaufen, dass ich für den Jürgen genügend Geld habe. Weil sonst wird's doof. Können wir zur BGA fahren, da ein bisschen Stroh verkaufen. Habe ja noch genügend, ein Anhänger voll, muss auf jeden Fall noch hoch zum Jürgen. Dass wir die 7000 für die Baukosten zurückzahlen. Ich glaube, ich muss auch mal einen Service machen, bald. So, an der Stelle möchte ich auch kurz erwähnen, dass demnächst die Schwarzingen V3 oder letzte Woche die Schwarzingen V3 vorgestellt wurde. Wir gucken mal, wie schnell wir auf die Karte umziehen können. Bedeutet halt auch, wir müssen, die Map-Version muss erstmal öffentlich sein. Weiß nicht, ob das zum jetzigen Zeitpunkt schon der Fall ist. Wenn ja, dann werden wir wahrscheinlich nächste Woche schon auf der V3 spielen. Wenn nein, dann verschiebt sich das Ganze bei uns für um eine Woche. Aber das kann ich euch eben jetzt leider noch nicht versprechen. Das sind 3200 eingenommen. Wenn ich jetzt dann nochmal einen Ladewagen voll verkaufe, dann passt's. Die Schwarzingen V3 wird mit Season sein, die wird mit Produktion sein. Es gibt da noch ein bisschen mehr zu tun. Wir müssen natürlich gucken, dass wir die ganzen Bestände verkaufen, die wir in den Silos haben. Und wir müssen schauen, was wir mit den Fahrzeugen machen. Es kann sein, dass wir auf der Schwarzingen V3 dann alle mit 0 Fahrzeugen wieder starten und auch mit 0 Gebäuden. Aber das muss ich dann erstmal zeigen. Kann man jetzt so nicht sagen, weil sonst müssen wir alles, was wir jetzt schon umgebaut haben, wieder aufbauen. Das ist auch eine Heidenarbeit. Da wäre es wahrscheinlich einfacher zu sagen, wir starten alle wieder bei 0.
und bauen uns halt unsere Höfe wieder so, wie sie uns gefallen. Hallo? Größter Motor. Jupp. 143 PS. Fehlt wahrscheinlich gerade noch ein bisschen Geld, oder? Habe ich von mir abgebucht erstmal. Kannst du dann überweisen. Wie viel? Insgesamt wäre das ein Preis von... Ja, die Waldfee. Ja. Wie schaut sie mit? Der Motor, der ist jetzt nicht so teuer. Vom Fan ist er teurer. Okay, was hast du gesagt? 11,3? Ja. Ne, okay. 11,2 kannst du 11,2. Auch machen. Okay, ich guck gerade mal. Ich muss noch ein bisschen, fahr gerade noch mal zur BGA, ein bisschen Stroh verkaufen. Jo. Hast du Interesse an Gerste? Gerste? Jo. Nee, leider nicht. Okay, schade. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Warum? Er hat für mich gerade hier Fahrzeuge beim Lohnunternehmen alle durchgecheckt, weil ich keine Zeit hatte, ne? Mhm. Weil er nichts zu tun hat und jetzt habe ich ihn gefragt, ob er mir die Preise nimmt. Dann hat er gesagt, nee, so eine große Liste. Und dann ist er einfach weggefahren, bin ich zu ihm gelaufen, hat gesagt, ja, kann, wollte ich mit ihm sprechen, ob er das ausrechnen kann und mir den Endpreis dann sagen könnte, ne? Jo. Dann braucht er mir nicht die einzelnen Zahlen zu sagen. Fährt er mich fast über den Haufen, ey. Und dann hat der wollte wieder eine Pulle aufmachen, ey. Ey, der muss unbedingt mal zu den Alkoholikern, zu den Anonymen. Sonst schmeißt man den gleich wieder aus dem Gemeinderat raus. Ja. Tor nicht auf. Hast du auch eine Pulle genommen oder was? Nee. Ich hab falschen Code eingeben. Okay, vielleicht. Ich hab den Haupttor eingeben. Vielleicht zeige ich ihm das gleich mal. Ja, also da müssen wir echt mal drüber reden, weil. Klingt ja richtig viel, ne? Ja. Wo bist denn du gerade? Bei der Werkstatt, dein Motor am Einbauen. Okay. Ja. Großes Geschütz aufladen. Ja. Das ist wie schwer so dein scheiß Motor ist, ey. Ja, du hast hoffentlich so einen Hebelwagen, oder? Nee, Teleskoplader. Ach so, bitte. Alles ja groß genug. Ja. So, dann guck ich mal, ob ich noch genügend Stroh für dich habe. Müsste schon hinhauen. Eigentlich bräuchte ich auch mal einen neuen Traktor, ey. Lebt ihr denn so im Kopf? Irgendwas, was stärker ist. Ja, der Freisichhaube hat ja schon viel PS, ne? Ja, aber das ist ja keine Maschine. Nee, der ist ja viel zu leicht. Wie viel hat dein Focht jetzt? Hab keine Ahnung. 125? Ja, das kommt, glaube ich, hin. 110, ich glaube 125, ne? Das ist der größte. Ja, dann 125. Jo. Der Deutz Acrosta wäre vielleicht was, der wäre schon was stärker. Ja, ich muss mal gucken, muss ein bisschen sparen und dann. Vielleicht hole ich mir dann einen Case IH. Ein 7200 Pro oder so. Das wäre ein ordentliches Geschoss. Ich glaube, der Harry hat auch einen neuen Traktor gekauft. Weißt du? Ja. Ach, ich will nicht wieder hinaus. Kommen Sie mal runter. Ja, Volker, dann telefonieren wir die Tage mal, ne? Dass du immer im CB-Funk hängst. Jo, mach mal. Jo, ciao. Ciao.